Also erstaunlicherweise fährt er sich wirklich super. Es knatscht noch alles, so wie es halt bei so einem Fahrzeug knatscht. Man hört hier schön das Gelenk knatschen. Ja. Eigentlich echt. Ich hab ja mal gesagt, das ist ja kein Geheimnis. Ich war ja auch mal lange Zeit MAN-Fan, muss ich ja ganz ehrlich mal sagen. Es ist doch mal wieder schön, auch mal so ein älteres Fahrzeug zu fahren. Eine Zeit lang. Wie gesagt, MAN fand ich früher sehr cool, weil ich finde, also mein persönliches Empfinden finde ich MAN, egal ob Gelenk oder so ein Fahrzeug, einfach etwas, ja, leichter. Also nicht so schwer, also irgendwie anders. Man kann es nicht beschreiben. Das ist tatsächlich, wenn ihr irgendwann mal Busfahrer werdet, dann werdet ihr das selbst irgendwann mal merken, was ich damit meine. Also es gibt tatsächlich ein paar kleinere Unterschiede im Fahrverhalten. Ich bin ja nicht so der Busvorsteller, wie ihr ja wisst. Ich kann andere Dinge, glaube ich, ein bisschen besser. Aber ich möchte euch hier diesen MAN mal zeigen. Ich möchte euch den mal so ein bisschen vorstellen. Das ist ein MAN A23 und Gelenksuch. Ja, und das ist eigentlich ein Schnuckel, weil der kommt aus 2002 und hat so einiges an Power. Also fahren tut er sich echt gut. Schönes altes Ding. Ich werde nur ein bisschen zeigen, ein paar Impressionen von dieses Fahrzeug, weil auch dieser irgendwann mal weggehen wird. Und heute hatte ich mal das Glück, den zu fahren. Ja, und ich werde mal so ein paar Impressionen einfach euch mal von diesem Fahrzeug zeigen. Schon nice, mal wieder so einen etwas älteren Gelenksuch zu fahren. Das Einzige, was ein bisschen stört, ist tatsächlich vorne an der Scheibe die Mittelstange. Aber man gewöhnt sich ja an alles. Ne? So, jetzt sehen wir da nochmal einmal eine schöne Kurvenfahrt. Dieses Knatschen von diesem dieses Fahrzeug hat gerade mal, ich gucke, 588.122 Kilometer runter. Das ist eigentlich wirklich nicht viel. Ist ein Extra-Brückner, wie ich das mal gelesen hatte. Ja, aus 2002. Für alle, die wissen wollen, ob der Gelenksuch fahren schwer ist, ich hatte aber da schon mal so ein Video gemacht. Das könnt ihr euch dann gerne mal anschauen. Ich werde das mal hier einfach mal unten in der Beschreibung einhauen. Mal rein verlinken. Ja. Fast 20 Jahre alt, der Wagen hier. War schon. Merkt man. Also im positiven Sinne. Also weil
wie es halt so ist, ne, bei den alten Fahrzeugen. Es ist ja egal, ob PKW oder so. Alles noch solide. Nicht so viel Schnickschnack. Und er läuft und läuft noch. Ne? Aber nur es knatscht überall natürlich jetzt noch ein bisschen. Ne? Das ist aber auch normal. Also. Ich meine, ein knatschfreier Bus ist fast nicht wirklich möglich. Irgendwo knatscht es immer mal.